Hallo und herzlich willkommen zu Folge 479, ich wollte gerade sagen 49, 79 der Sinswir 100 Baby Challenge. Ich starte die Folge hier, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, denn ich denke, Molly wird jeden Moment in die Wehen gehen. Ich habe Cersei ein kleines Makeover gegeben. Ich finde, Cersei sieht sehr, sehr süß aus. Ich finde, diese Art von Eyeliner steht hier irgendwie sehr, sehr gut. Und ja, ich habe ihre Haare gelassen, weil die fand ich von Anfang an schon sehr hübsch an ihr aussahen. Und ja, Sansa geht es tendenziell so klein wenig suboptimal. Wir lassen sie jetzt erstmal was essen und dann kümmern wir uns um den Rest. Faust macht sich eigentlich ganz okay. Der kann noch bis zum Schlafen gehen, so ein bisschen hier sich Kleinkind-Videos anschauen. Wie weit bist denn du nochmal mit Kommunikation? Ja, fast zur Hälfte. Bis zu Level 5. Lilly ist hier draußen. Hast du eigentlich jetzt Level 4 erreicht? Noch nicht, aber fast. Dann kannst du noch ein ganz klein bisschen spielen und danach zur Toilette gehen. Und Cersei, du brauchst Spaß. Du hast Hunger. Okay, dann geh mal was essen. Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Ich meine, ich hätte dich da doch schon irgendwas machen lassen, oder? Ja. Okay. Okay. Lilly ist da fertig. Dann kann Lilly mal hier verwenden gehen. Hausaufgaben kannst du danach auch mal machen oder ja, erstmal solltest du vielleicht was essen. Dann kümmern wir uns erst ein bisschen um deine Bedürfnisse und ja, Molly, dir geht's eigentlich ganz okay. Haben hier die eigentlich ein Ablaufdatum? Nee. Okay. Gut. Ja, was wollen wir denn nochmal machen? Ich habe eben irgendein Geräusch gehört, wo irgendwas kaputt gegangen ist, aber ich weiß leider nicht so richtig, was kaputt gegangen ist. Du möchtest mit Artemis plaudern, das könnten wir eigentlich endlich mal umsetzen. Das haben wir ja schon seit Ewigkeiten angepinnt. Wo haben wir den denn da? Dann kannst du mal plaudern. Okay. Sansa ist hier, muss aber mal und ist auch müde. Ja, ich würde sagen, sie kann mal Windel benutzen, dann können wir sie gleich schnell wickeln. Ich glaube, waschen tun wir sie heute nicht mehr vorm Schlafen gehen. Und dann können wir sie vielleicht mal kuscheln und so weiter. Vielleicht kann Cersei gerade mal mit ihr spielen. Das wäre es eigentlich noch. Das könnte helfen. Kannst du mal spielen? Wir können ja leider nicht, weil wir so schwanger sind. Und weil wir gerade am Telefonieren sind. Okay. Lilly geht danach was essen, kann danach mal duschen und danach dann mal Hausaufgaben machen eigentlich. Okay. Ich räume hier mal für euch weg. Bin ich ja schon gewöhnt, mache ich ja sonst auch immer. Jo, wenn wir so hier gerade nichts machen, wir können doch mal anfangen, Sachen weiter zu verbessern. Haben wir das hier schon verbessert? Nee, haben wir noch nicht. Dann kannst du mal hier den Verzieh dich Fuchsalarm einbauen. Für weitere Verbesserungen fehlen uns die Ersatzteile, die müssen wir erst gewinnen. Ich weiß aber nicht, ob wir im Winter Hühner dazu holen wollen. Und wir gehen ja jetzt auf den Winter zu. Ich habe das Gefühl, irgendwie wir holen uns eher welche im Frühjahr, oder? Das wird ja dann doch noch eine ganze Zeit lang dauern, oder nicht? Ja. Oh, jetzt ist sie aber draußen im Dunkeln gleich. Da müssen wir mal schauen. Da gibt es bestimmt wieder Angst. Hui. So, was macht das jetzt mit deinen Bedürfnissen? Okay, das baut sich schon ein bisschen auf. Okay, dann wechseln wir gleich deine Windel und lesen dich in den Schlaf. Und dann ist es hoffentlich so, dass das halt ausreicht, um halt einmal gut zu schlafen. Ja. Na. No. Die ist auch lacht so süß. Okay. Wird Cersei hier gerade zum Kindermädchen so ein bisschen. Aber ich meine, wir sind in der Baby-Challenge. Da müssen sich alle immer so ein bisschen mitkümmern. Das ist immer so. Und
Hier gerade mal rüber zu Molly. Und Cersei kann ja eigentlich auch mit Kindern, ne? So ist es ja nicht. Wir haben ja alles schon gemacht. Alles gemacht. Alles gemacht. Ich glaube, hier oben in der Reihe haben wir ohnehin schon alles. Hier auch. Ach, guck mal, wir sind so gut. Ha! Haha. Was könnten wir denn dann mal machen? Ich meine, wir haben bestimmt noch genug, was man. Oh, guck mal, hier ist ein Fuchs. Konfuzifuchs. Ich habe schon richtig gelesen. Ich weiß, dass es Konfuzius heißt, aber. Können wir mal hier da dran weiterschrauben, einfach weil wir es können. So, du kannst jetzt mal. Okay, Kind, mach mal fertig in die Windel. Dann wechseln wir die Windel mal. Wir wollen da ja nicht in die Schusslinie geraten, wenn es noch dran ist. Und wir die Windel wechseln. Nö. Okay. Lass dir Zeit. Bist nur halb Stunde im Stehen am Schlafen, aber okay. Aber Aufmerksamkeit verbessert sich weiterhin. Wahrscheinlich, weil wir daneben stehen und aufpassen. Dann kannst du mal hier hingehen und. Hallo, warum haben wir das hier nicht? Hast du es inzwischen fertig? Ja, dann können wir es vielleicht jetzt. Können wir jetzt mal Windel wechseln? Kann sein, dass es jetzt ein bisschen bockig ist, weil es müde ist, aber die Windel müssen wir wechseln vorm Schlafen gehen. Das ist wichtig. Am Ende hat es sonst irgendwie Hautirritationen oder so. Ich sage das so, als wüsste ich davon was. Irgendwie, ich habe natürlich keine Ahnung, aber irgendwie so, ich nehme mal an. So. Du kannst danach mal auch aufs Töpfchen gehen und dann kannst du als nächstes in den Schlaf gelesen werden. So funktioniert das jetzt hier mit euch beiden. Okay, Cersei ist auch inzwischen richtig müde, aber okay. Okay. Manchmal ist das ja da ein bisschen schwierig. Magst du mal hierhin sitzen? Und dann kommen wir und lesen dir vor. Tja. Was wünschst du dir hier? Mit Titania in die Wolken schauen. Ja, Titania siehst du ja bald wieder, weil wenn du zu Erwachsenen wirst oder zu jungen Erwachsenen besser gesagt, dann ziehen wir ja dort ein mit dir. Und dann ist dieser Haushalt komplett. Und dann ziehen Faust, Sansa und wahrscheinlich das nächste Kind und so weiter dann in eine andere WG. In wahrscheinlich Evergreen Harbor. So. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier klappt. Und das Kind dann einen guten Schlaf hat. So, du kannst dann hier mal verwenden. Und du kannst eigentlich noch was essen gehen, wenn du das schaffst von der Müdigkeit her. Oh, komm, Cersei, bitte. Okay, es hat es auf jeden Fall schon mal angewählt. Wir hoffen einfach mal das Beste. Ich stelle mal hier weiteres Essen raus. Die Kinder essen nicht so viel. Halt einfach, weil wir, ne? So viele Leute im Haushalt sind, die ständig essen müssen. Okay. Faust, dann kannst du danach mal essen. Okay, Cersei, dann. Ich ist wirklich so ein. Mikromanagement, was hier diese Sachen angeht. Kannst du hier mal sitzen? Man muss die Sims wirklich erst dahin bringen und dann kann man es erst auswählen. Das ist echt nicht so günstig bei ohnehin schon vollkommen übermüdeten, bockigen Kleinkindern. Irgendwie kriegen wir hier keine Wehenmeldung, ne? Ich weiß nicht, was das so. Nein. Nein, nein, nein. Dann lassen wir, dann geh erstmal so schla. Nein. Oh mein Gott, ich hasse das, wenn die Sims sich so anstellen. Komm mal bitte hier rein. Wenn Cersei nicht schafft, vielleicht kann es Mama ja irgendwie hinbekommen. Zumindest bei Faust dann. Dann. Ich meine, gut, du hast auch Schule morgen, ne? Irgendwie, du müsst eigentlich auch mal hier. Dich um deine Bedürfnisse auch so ein bisschen kümmern, von mir aus eigentlich, aber. Okay. Oh nein, ich glaube, Lili ist traurig. Gar nichts mitbekommen hier. Ach, hier, weil. Warte, das Bett irgendwie geht nicht, das obere. Ich weiß nicht warum. Dann nimm mal hier eins da drunter. Und Lili.
Ich setz dich zurück. Ich weiß nicht, was du tust, aber ich setz dich zurück. Ha! Warum? Ach, warte, da war es ja schon. Warum ist das immer hier so ein Kampf mit den Sims? Warum ist alles immer so verbuggt? Und nie geht das, was ich will. Okay. Kannst du mal hier schlafen? Okay. Wisst ihr was? Ihr geht jetzt beide mal schlafen. Ihr geht einfach beide mal schlafen. Ihr habt wahrscheinlich dann Albträume, weil euch nicht in den Schlaf gelesen wurde, aber irgendwie gerade geht es nicht so richtig. Dann kannst du mal einen Happen essen. Ich könnte euch ja eigentlich recht bald, wenn ihr so ein bisschen wacher seid, wieder aufwecken und dann richtig ins Bett bringen, ne, bevor ihr Albträume bekommt. Das könnte man mal probieren. Ach ja. Und guckt, hier sind die ganzen Kinderbücher auf den Tisch gelegt, wo irgendjemand versucht hat, irgendwen in den Schlaf zu lesen und es nicht geklappt hat. Das ist alles richtig, richtig schlecht hier. Richtig, richtig schlecht. So, okay. Kannst du das, muss man das hier mal sauber zaubern? Nö, ist noch sauber genug. Okay. So, davon haben wir noch. Hier sind die Wehen. Aha. Können wir denn, bevor wir dahin hechten, weil ihr habt mir ja beigebracht, das nicht so schnell hektisch zu machen, weil man noch ein bisschen Zeit hat und dann funktioniert es im Krankenhaus ein bisschen besser. Dann würde ich sagen, wir essen hier noch in Ruhe zu Ende. Wir können auch noch ein Nickerchen machen eigentlich. Was haben wir hier gemacht? Lammcurry. Wir zaubern fast immer nur Fleischgerichte. Ich möchte mal irgendwie Gemüse zaubern. Ich wünschte, man hätte da, ich meine, ich nehme an, die Sachen re sind relativ zufällig und wir haben einfach viel mehr Gerichte mit Fleisch. Und es ist halt deshalb fast immer was mit Fleisch. Ich weiß es nicht. Wir haben nochmal Lammcurry. Lamm finde ich echt nicht so toll. War halt irgendwie so, das ist ja nicht nur halt totes Tier, sondern das ist auch noch totes Babytier. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist irgendwie so halt. Ich meine, ich weiß, es gibt viele Leute, die das essen und halt irgendwie so. Ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie voll die Diskussion anfangen, aber halt so in meinem Kopf ist das so: man isst doch niemandem die Kinder weg. Das tut man nicht. So. Hi. Ich meine, es ist Sims. Daran muss ich mich manchmal erinnern. Es ist kein wirkliches Lamm. Oh nein! Oh nein, was ist passiert? Fluffy ist gestorben. Es gibt aber Möglichkeiten, die wieder zurückzuholen. Aber ich weiß gerade nicht wie. Warte, lasst mich das mal googeln, während Molly ein Nickerchen macht. Ich finde hier gerade, dass man sie nicht wiederbeleben kann. Oh, gar nicht, auch nicht per Cheat. Also gar nicht, gar nicht. Ich finde nur, dass man Sims wiederbelebt. Aber warum kann man Sims wiederbeleben? Aber nicht die Kuhpflanze. Ach so, halt. Warum bist du noch wach? Geh mal schlafen, kleine Lady hier. Wir gehen jetzt mal ein Kind zur Welt bringen. Und ich google in der Zeit mal weiter, wie man eine Kuhpflanze wieder ans Leben bekommt. Geh mal bitte. Ja, genau. Geh mal bitte, Baby im Krankenhaus bekommen. Wir kommen mit. So, wir sind hier. Ach, guck mal. Es klappt wirklich ganz gut. Molly ist jetzt auch schon umgezogen. Ich habe nichts gefunden zu der Kuhpflanze, aber ich hatte auf einmal die Erinnerung im Kopf. Steffi hätte mir in einem Kommentar geschrieben, es hilft, wenn man die irgendwie im Baumodus mal greift und woran das hinsetzt oder irgendwie sowas. Stimmt das? Ich bin mir unsicher. Wir probieren das nachher mal. Vielleicht habe ich das jetzt aber auch falsch im Kopf. Müssen wir mal schauen. Aber jedenfalls, jetzt kriegen wir erstmal ein neues Baby. Es ist ein Kommen und Gehen. Kinder kommen zur Welt, Kinder ziehen aus, Kuhpflanzen sterben. Ein Hin und Her. Ach ja. Nur Elmo ist immer gleich und bringt hier die Babys Generation für Generation zur Welt. Ich finde es immer noch verstörend, dass wir wie so eine Art Schneebesen hier dran haben als Geburtsding. Oh je. Okay. Können wir hier irgendwas sehen? Ich glaube, das ist der Babybauch, hier dieses kleine Eckchen gelb. Sehen wir auf der anderen Seite aber nicht. Okay.
Es passiert einfach gar nichts mehr. Wisst ihr, sonst ist es doch irgendwie so, dass diese Dinger machen irgendwie so ganz viel Kram und greifen rein und nehmen das Herz raus, fälschlicherweise und so. Und das passiert gar nicht mehr. Es passiert einfach gar nichts. Okay. Der Geburtstag von Faust naht. Oh, hätte er morgen ohnehin schon Geburtstag? So schnell gehen wir hier voran mit unseren Fähigkeiten. Tatsächlich. Der hätte morgen ohnehin Geburtstag. Haben wir morgen Cheerleading irgendwas? Cheerleading-Wettkampf, okay. Ich weiß nicht, ob wir morgen dahin gehen, weil morgen wollen wir ja eigentlich diese Sache mit Lilly machen. Müssen wir mal schauen. Ach ja. Ich bin hier immer noch auf Faust. Es dauert heute ein bisschen, kann das sein? Es ist ein Junge. Also, ich habe mir überlegt, wir haben ja jetzt hier schon Sansa. Und ich dachte, wenn es ein Mädchen wäre, würden wir es Arya nennen. Kleine Brüder von Sansa haben wir jetzt mehrere Optionen, ne? Wir könnten nehmen Rickon oder wir könnten nehmen Bran. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sagt man im Englischen Bran oder irgendwie sowas, aber ich habe das zuletzt mit meinem Bruder auf Deutsch geguckt, deswegen sage ich Bran, sorry. Wir können mal Bran nehmen, warum nicht? Wir haben endlich Zwillinge bekommen! Es ist endlich passiert, dann nennen wir das Kind Arya. Gut, dass die Starks so viele Kinder hatten, sonst hätte das jetzt hier gar keinen Sinn ergeben, mit wie ich die Kinder benannt habe. Wir haben endlich Zwillinge bekommen, Leute. Okay, dann kann ich jetzt auch aufhören zu versuchen, Zwillinge zu bekommen. Einmal reicht mir. Halt, einmal wollte ich unbedingt, aber einmal reicht mir dann auch. Okay. Dann kein Wunder, dass das hier so lange gedauert hat oder immer noch dauert. Es mussten ja zwei Kinder geboren werden. Oh. Oh. Dann haben wir so eine richtige WG. Guck mal, dann halt Lilly zieht ja vielleicht in den in das alte Haus von Emil und Isabella. Und dann hätten wir, weiß ich nicht, ob Faust noch mit dazukommt oder so, aber dann hätten wir hier so eine richtige WG. Schon ganz süß. Okay. Dann magst du vielleicht noch mit Elmo ein paar Worte wechseln? Und guck mal, ihr seid beste Freunde, obwohl ihr nie miteinander redet. Nachher mal ein von Herzen kommendes Kompliment, danach kommen wir heim. Irgendwie so. Ja, wir sind ziemlich fertig. Guck mal, wir sind schon Level 10 Erziehung. Ach ja. So, wir sind hier. Ja, und allen geht es schrecklich. Gut, dass Faust morgen älter wird, so oder so. Weil zwei Babys und zwei Kleinkinder, ne? Hahaha. was ich jetzt mal hier probieren will. Ich meine, irgendwas wäre, wenn man die Kuhpflanze bewegt, dass es dann wieder zu so einem Baby-Kuhpflanzen-Ding wird. Irgendwas. Irgendwas war. Ich weiß nicht mehr was und wie, aber irgendwas war mal. Irgendwas war mal gewesen. Wo ist sie denn jetzt hin? Hier. Nee, das hat nicht funktioniert. Kann ich sie zurücksetzen? Hier. Ah, ich kann das Wachstumsstadium festlegen. Das bringt aber nicht so viel. Kann ich sie denn zurücksetzen? Fluffy, was mache ich nur mit dir? Nein. Nein. Guck mal, jetzt entdecke ich hier ganz neue Cheats. Ich wusste davon ein paar, dass die da sind, aber ich teste die sonst nicht so aus. Pflanzenentwicklung. Nope. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, irgendwas könnte man machen.
Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Vielleicht habe ich irgendwas anderes im Kopf. Das wäre aber sehr traurig. Ich meine, wir würden Fluffy immer hier lassen. Wir würden das nicht einfach wegräumen, aber. Ja, aber hier interessant zu sehen, ne, wie die Wirbelsäule in die Dornen übergeht. Okay. Ich würde mal sagen, ich kümmere mich jetzt mal so weit um die Kinder, wie es geht. Oh, ihr sollt doch schlafen, meine Güte. Ich kümmere mich jetzt mal so weit um die Kinder, wie es geht. Und dann gucken wir morgen mal und ja, schauen einfach mal. Vielleicht machen wir das mit Lilly auch übermorgen. Je nachdem, wenn morgen alle zu müde sind und wir das nicht machen können, geht es vielleicht nicht. Aber da kommen ein paar harte Tage auf uns zu mit hier so der Familie jetzt so rechts ab diesem Punkt hier mit den allen. Das wird eher an. Aber ich wollte ja unbedingt Zwillinge haben, ne? Ich bin es ja selber schuld. Okay, jedenfalls, aber wartet mal. Wartet mal. Das heißt ja, weil die beiden sind ja von dem Werwolf, ne? Und mit dem Werwolf hatten wir das Techtelmechtel hier. Das heißt, wir hatten mehrere Male in einem Haus Techtelmechtel, in dem extra dieses Merkmal von erhöhte Chance auf Zwillinge war. Und wir haben keine Zwillinge bekommen. Dann haben wir hier in unserem popelig normalen Haus, hier haben wir, und dann haben wir Zwillinge bekommen. Machen die Merkmale wirklich irgendwas oder ist das nur, damit ich irgendwie denke, es wäre irgendwas passiert? Weil das ja schon irgendwie verdächtig. Das weiß ich aber auch nicht. Okay, jedenfalls dann haben wir endlich Zwillinge bekommen und dann schauen wir mal weiter, welches Chaos uns erwartet. Und dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!